Ja, und herzlich willkommen zurück zu Angerfoot. Weiter geht's mit Level 8. Himmlischer Kuchen. Schieße das Level ohne Schuhe ab. Schieße ein Level ab ohne Schaden zu erleiden. Können wir gerne ausprobieren. Let's fucking go. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe es länger nicht mehr gespielt. Von daher musste ich wahrscheinlich erst wieder ein bisschen reinkommen. Aber mal schauen. Das ist der exklusivste Club der Wüstlinge. Ich will endlich rein. Die Vorgaben sind streng. Aber niemand kennt sie. Angeblich muss man einen violetten Rollkragen Jogginganzug tragen. Deshalb sind die gerade so in. Ja, vielleicht. Hab gehört, man darf nur Sneaker tragen. Deshalb bin ich bei den Wüstlingen. Sie lassen hier nur frische Gangmitglieder rein. Ich habe mir extra die Zähne geputzt und die Zehen rasiert. Okay. Sorry. Alle vor mir wurden abgewiesen. Das ist einfach der Kuss der Club. Mit dem Outfit wirst du hier rein? An einem Dienstag? Was ist da unten? Wer hat diese Orte entworfen? Das muss eine Verschwörung sein. Der Abgrund steckt hinter allem. Ja, irgendwie ist da unten nichts. Geh mal schauen. Willkommen im Ablassclub. Wir sind der zweitexklusivste Club auf dieser Etage. Kinder, geht's rein. Club Exclusive Gold. This way. Wie bist du hier reingekommen? Ich hatte seit Jahren keinen Kunden mehr. Ah, go away, sorry. Habe ich falsch gelesen? Club das Indulgence. 6 von 7 sind available here. Okay. Fuß-Content. Was passiert hier? Ich gehe erst, wenn ich alle Tänze gesehen habe. Da unten müssen voll viele von denen sein. Und einer davon wird anbeißen. Ich frage mich, kann man da runter? Vom Erdboden verschluckt. Finde raus, wo die Stangen im Level die Clubs hinführen. Okay. Gut zu wissen. Hier hinten gibt's sonst, glaube ich, nichts. Ich gehe erstmal in die anderen Räume. Ist das das Badezimmer? Okay. Ich habe Gras gefeiert. Ich halte mich an die Regeln der Wüstlinge. Und heute Nacht sind mein Darm.
Und die Trollette, die Opfer. Was passiert hier? Meine Beine sind verknotet. Ruf mal wer, die Feuerwehr. Warte, ich helfe dir. So, hat doch geholfen. Bist du schon oben? Hör, Leute, hör! Ich bin fast da! Okay. Aber wieso will der da hoch? Willst du einen meiner experimentellen Cocktails probieren? Gekauft wie gesehen. Das ist mein Lieblingscocktail. Eine Margarita. Danke für den Joke. War allerdings nicht so lustig, wie erhofft. Maison Area. Okay, da gehen wir gleich rein. Okay. Komm in den Kreis. Tanz mit uns. Wir sind Wüstlinge. Tanz mit uns. Wir sind keine Sekte. Tanz mit uns. Nee, keine Sekte at all. Okay, wir gehen mal hier lang. Pleasurizer. Okay. Wie soll das funktionieren? Ich trau mich nicht, es auszuprobieren. Scammer Prince. Printing. Das ist ein fucking Drucker. Okay. Weird as hell. Ich bin eine Lebefrau. Ich trinke gerne Alkohol und ich liebe meine Katze. Total verrückt. Ich habe auch gerne Spaß. Das Wetter ist schon interessant und wärmer als sonst, oder? Ja. Okay. Ich bin Mitglied bei den Wüstlingen. Aber ich bin zu schüchtern. Ich schaue lieber zu. Ich warte auf die Perlen. Sie müssten bald da sein. Kann nicht mehr lange dauern. Ich will hier manches gar nicht wissen. Okay, ich glaube, da geht's ins Level hinein. Oder da unten? Ne, da ist das Ende. Das riecht nach Speck und Käse. Je tiefer man geht, desto stärker wird der Geruch. Das muss unten echt cremig sein. Geh mal schauen. Fällt nicht runter. Wer cool ist? Weißt, dass die besten Partys im Heizungskeller steigen. Wir sind noch nicht cool genug. Vielleicht schaffe ich mit Rumlungen ein Level up für meine Coolness. Wenn nicht, versuche ich es mit Vapen. Und wenn das nicht reicht, mache ich beides zusammen.
Schöne Anspielung. Ich verstehe sie ziemlich gut. Mal schauen, ob wir cool genug sind. Ist das der Heizungskeller? Hände hoch! Gib mir dein Geld! Ups, falschen Gang. Hände hoch! Single Frauen. Ich liebe diesen Song. Was? Ich liebe diesen Song. Ich liebe meinen Bong auch. Was ist das alles bescheuert in mir? Okay, das war glaube ich noch nicht der Heizungskeller. Ich würde niemals so basic sein und im Heizungskeller feiern. Angeblich hat Pizza Prol eine geheime Partyhöhle unter Scheißhausen. Noch mehr Underground geht. Alle glauben, der Job eines DJs ist einfach. Aber das stimmt nicht. Der Empfang hier unten ist echt übel. DJ, Anführungszeichen. Okay. Ich glaube, das war's. War das jetzt das der Heizungskeller oder der da oben? I don't know. Naja. Weiter geht's. Ins Level hinein. Man darf ja schießen. Das war glaube ich keine heraus. Autsch! Fuck. Wie gesagt, ich muss erst wieder ein bisschen reinkommen. Weil ich es schon länger nicht mehr gespielt habe. Wieder auch ein bisschen schauen, wo irgendwelche Secrets sind. Weird. Okay, da geht's lang und hier geht's lang. Ah. No exit, go away. Ich wusste es. Snackzone, Sensory Feast. Oh fuck. Shit. Okay, ein Feed gibt's noch. But how? Okay. Oh shit! Regular shaft. Oh fuck! Die habe ich nicht gesehen. Thank you.
das eigentlich Pizzabälle oder irgendwie sowas? Autsch. Ah, shit. Weird. Da oben ging's lang, genau. Alter. Holy shit! Okay, wait. Fuck. Ich sehe schon, das Level ist echt ein bisschen schwierig. Scheiße. Okay, nochmal. Okay, 3 Schüsse. Ah, shit. Ich muss näher kommen. Come on. Okay, keine Waffe ist auch doof. Naja. Holy shit. Sollte ich eine Waffe haben? Wieso mache ich das eigentlich immer wieder? Ich sehe damit absolut gar nichts. Warte. Oh shit! Okay, das wären alle hier. Okay,
warte, hier gibt es Bier. Ich weiß noch, ein Achievement gibt es, wenn man Bier, Energy und Drogen nimmt. Die Frage ist nur, kriegen wir das hier hin? Sieht mir leider irgendwie nicht so aus. Oder doch? Wo waren jetzt diese Dinge? Wer ist Betty Ford? Stehe unter dem Einfluss von drei verschiedenen Substanzen. Junge! Sieht das schlimm aus? Oh nein, ich bin schon wieder. Shit, ich will nicht sterben. Das ist ein fucking Hund. Okay. Das Level ist echt hart! Na shit! Nee, nicht die Dinger auch noch! Alter! Okay. Ich habe jetzt nicht alle umgebracht, schade. Ist es ein Level Up? Perfektion ohne Schaden. Nein, 45 von 50. Müssten wir theoretisch nochmal spielen, aber. Ich würde sagen, jetzt in der nächsten Folge. Wir schauen uns das nochmal an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Angerfoot. Tschüss.